Hey, liebe Leute, jawohl, ich grüße euch ganz herzlich hier zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, jetzt noch mit ein bisschen Regen dazu, aber ja, das macht ja nichts. Ja, wir sind im letzten Part hier auf diesen Turm gekommen und das ist, wenn es nochmal sehen will, der Turm der Hügel, so dass wir jetzt dieses ganze Gebiet auch entsprechend haben und das ist auch gut so. Denn dann können wir auch entsprechende Aufgaben oder so, die noch offen stehen, entsprechend nachholen. Ja, ich habe heute ein paar Dinge auf dem Plan. Mal gucken, wie viel wir tatsächlich umsetzen können. Das Erste, was ich gerne machen würde, ist, dass wir mit diesem Mann sprechen. Das habe ich ja im letzten Part versprochen. Branli, ziemlich hoch. Wenn es vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Hallo? Nanu? Ich hätte nicht erwartet, hier jemals einen zu treffen. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen? Mit einer Frage auf eine Frage antworten. Ich sehe schon. Aber gut, ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Ja, wir haben das schon gefunden, ne? Also habe ich mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder herunter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolks. Und wie bist du hierher hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Ich fliege runter. Was? Du kannst fliegen wie das Vogelvolk? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, wie man auch als Hylianer wie das Vogelvolk fliegen kann. Was sagst du? Es ist mehr Gleiten als wirkliches Fliegen? Das macht gar nichts. Anhand der Gleitdistanz kann es Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Also, kannst du von hier losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vogel-Volk-Herausforderung. Zeige mir, wie weit du gleiten kannst und es belohnt es, je nachdem, wie weit du gekommen bist. Also, zeigst du mir deine Flugkünste? Ja, ich fliege für dich. Klar, wie schön. Dein Name wird in die Geschichte der Vogelvolkforschung eingehen. Aber eine Sache noch. Da du eigentlich gleitest und es fliegst, ist die ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss es eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen. Alter, unverschämt, aber okay. Damit das Ganze im schlimmsten Fall nicht umsonst war. Fliegst du trotzdem? Ja, gut, wir können ja mal gucken, ne? Landepunkt, Windrichtung, Ausdauer, das sind Dinge, die du beim Gleiten beachten musst. Gleite los, sobald du bereit bist. Hiermit beginnt die Vogelvolk-Herausforderung. Schwing dich in die Lüfte. Aha. Das ist ja eine coole Quest. Ja, wisst ihr was? Dann probieren wir das doch einfach mal, ne? Dann machen wir heute mal statt einem Schrein hier. Fliegen für den guten Mann. Und das gefällt mir, Alter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und die Musik, ich weiß nicht genau, aus welcher Zeit die kommt. Die klingt so ein bisschen klassisch, aber ich finde das irgendwie geil. Und wir sind ja auch gar nicht so schlecht, meine ich. Vielleicht schaffen wir es sogar. Ja, 400 schaffen wir locker. 50 vielleicht? Na? Jo, perfekt. Okay. Das war eine gute Strecke. Finde ich. Nun, ein kleiner Schritt für unsere Forschung. Und zwar von genau 474,3 Meter. Kleine Schritte sind auch Fortschritte. Man muss nur daran glauben, dass die ganze Arbeit irgendwann Früchte trägt. Hä? Deine Belohnung? 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 Ist das nicht wichtiger als die Forschung? Aber versprochen ist versprochen. Für deinen kleinen akademischen Beitrag gebe es dir 21 Rubine. Ha. Okay. Weißt du, was wir mal ausprobieren könnten? Wir könnten noch mal Revalis Sturm einsetzen und dann einfach noch weiter fliegen. Ja, das machen wir mal. Ja, das ist eine Option, die wir mal
ausprobieren könnten. Also, wir nutzen Revalis Sturm und können damit super weit fliegen. Hoffe ich. Mal gucken. Wird schon irgendwie klappen. So, da unten haben wir mal wieder eine Plattform. So, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob wir die schon gemacht haben oder nicht. Weiß es jetzt nicht ganz, aber naja, machen wir jetzt mal zwei Flugversuche und dann werden wir uns mal dem anderen Kram widmen. Naja. Aber hey, guck mal. Damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Dank Rivalis Sturm. Das ist doch cool. Vielleicht 500 Meter. Mal gucken. Ja, seht euch das an. Es bringt voll viel. Na, schaffen wir das noch rechtzeitig? Ja. Okay. 600 Meter. Alter, geil. Ja, hat doch was gebracht, ne? Ja. Und wie viel kriegen wir dafür? Was für ein Flug! Fabelhafte 620,6 Meter. Das hätte es nie für möglich gehalten. Bisher war mir gar nicht in den Sinn gekommen, das Fliegen auf diese Weise anzugehen. Davon wird meine Forschung gewaltig profitieren. Dafür verdienst du eine ordentliche Belohnung. Wow, 100 Rubine, geil. Dieser Flug war bisher der nützlichste, aber vielleicht kannst du beim nächsten Mal sogar noch weiter fliegen. Na, wie wär's mit einem Flug? Machen wir Schluss beim nächsten Mal. Aber wisst ihr was? Wir machen es ganz einfach so. Wenn wir einfach mehr Ausdauer haben, werden wir auf jeden Fall zurückkehren, weil dann können wir auch weiter fliegen. Und dann müsste es auch ordentlich Belohnungen geben, ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal vor, dass wir uns um den Schrein kümmern und dann mal diesen Hügel da hochklettern, weil da habe ich auch eine Stelle gesehen, wo wir mal wieder einen Krog finden können. Ne, und ja. Dann habe ich außerdem noch auf dem Plan, dass wir uns noch um eine weitere Schreinquest kümmern. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Part hinkriegen, aber vielleicht kriegen wir sogar die zwei Schreine hin. Und das würde bedeuten, dass wir wieder vier Zeichen der Bewährung hätten. Und somit. So. Mein Gott noch mal. Komm her. Oh. Was hast du da? Ein Knochenbockschild. Na, komm her. Wir können mir gar nichts antun. Der hat welchen Wert? Naja, nee. Weißt was? Lassen wir den liegen. Wir nehmen uns seine Waffen mit, wobei unsere Waffentasche ist auch voll. Naja, egal. Alter, guckt euch das an. Die Ebenen von Hyrule, so wie man sie kennt. Ja, genau. Der Schrein ist schon in unserer Nähe. Hier hätten wir mal wieder. Was? Ach, Alter. Ihr könnt es auch nie sein lassen, ne? Moment. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dieses Gebiet schon abgearbeitet haben. Wenn nicht, dann müssten wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall diesen Turm holen, damit wir auch dieses Gebiet irgendwie abfrühstücken können. Und irgendwann fällt mir ein, brauchen wir auch noch Erinnerungen. Aber wie wir sie jetzt kriegen, kein Plan. Da muss es offline nochmal gucken, wie das gehen soll. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der Monja Doma Shrine. Perfekt. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Stelle, wo wir uns hin teleportieren können. Das macht ja auch viel Sinn. Und ja. Nun gut. Das ist irgendwie. Ich kann es nicht oft genug sagen. Breath of the Wild heißt immer spontan sein. Weil da weiß man nie, ob dann nicht noch irgendwas Neues kommt, was man entdecken will.
So, das sieht mir danach aus, als ob wir hier rüber katapultiert werden müssen. Und ja, das hat gut geklappt. Sehr schön. So. Irgendwas muss hier wieder sein, aber wir gucken uns erstmal in Ruhe an, was wir machen müssen. So, perfekt. Cool. Können wir irgendwie in diese Schatztruhe ran? Was passiert, wenn wir den bewegen? Okay. Dann muss es uns irgendwie möglich sein, an diese Truhe ranzukommen. Hey, cool. Und ich habe auch schon das Gefühl, wie wir das machen könnten. So, die Kugel nehmen wir auf jeden Fall mit. Für alle Fälle. Und dann wird das schon. Was zum Teufel war das denn jetzt? Das hat ja mal so überhaupt nicht funktioniert. So, und die Kugel ist da drin. Na gut, dann werden wir uns erstmal um die Truhe kümmern. Und hier haben wir auch schon die Schatztruhe, sehr schön. Da haben wir ein Elektroschwert drin. Okay, unsere Waffe ist voll. Aber natürlich muss es irgendeine geben, die wir wegwerfen können. Ich würde sagen, die Lanze werfen wir weg. Und holen uns das Elektroschwert. Sehr schön. So. Sehr nice. Gut. Dann würde ich mal fast sagen, Feuer frei für die Kugel, die ja noch hier oben ist. So, okay. So. Und dann einmal die Kugel. Perfekt. Und jetzt noch wir. So, wo ist die Kugel hin? Ah, die wurde schon dahin transportiert. Okay. Nice, 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 nice. Und rüber mit dir. Perfekt. So, kriegen wir das hin? Schön. Nein! Alter, was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Alter, Junge, bin ich blöd. Oh Gott, okay. Aber jetzt müsste es funktionieren. So. Hoffentlich. Okay. Perfekt. Fast wie von Zauberhand wird die Kugel da rein transportiert. Sehr schön. Joa, wisst ihr was? Wir sind am Ziel. So, alter Krempel, den braucht ihr euch nicht die ganze Zeit anzugucken. Na gut. Okay. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir. Oh, und jetzt habe ich schon wieder mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Das ist jedes Mal der gleiche Scheiß. Ich muss mir mal irgendwie einen anderen Stuhl besorgen. Ich glaube, das wäre fast das Beste. Naja. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, dass wir uns einfach diese beiden Gebiete im nächsten Part vornehmen, weil wir müssen ja sowieso in Richtung Osten aufbrechen und von daher werden wir jetzt einfach mal einen Schritt zurückdenken und einfach mal gucken,
was es denn da oben noch so verbirgt. Und dass wir uns dann mal auch in Richtung dieser Schreinquest uns begeben, so dass wir entsprechend. Ja, schon wieder ein Schrein in der Nähe. Das ist ja wundervoll. Aber die scheiß Frage ist immer, wo findet man die? Okay. Vielleicht können wir von da oben mehr sehen. Wie gesagt, es will spontan sein. Bestimmt finden wir wieder irgendwas Sinnvolles da oben. Okay. Ja, nun. Werden wir wieder von einem. Ja, das habe ich befürchtet. Naja, vielleicht werden wir uns diesen Schrein auch beim nächsten Mal vornehmen. Wie auch immer. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal die Karte wieder. Das ist wichtig. So, und hier oben irgendwo sollen Krog zu finden sein. Das habe ich nämlich gesehen. Ich weiß es genau. Aber natürlich ist es immer unklar, wo der Schrein ist. So, was haben wir hier denn? Ah, habt ihr Angst vor mir? Naja, was soll's. Okay. Ich sag's ja immer wieder. Krogs sind erfahrungsgemäß immer auf den Gipfeln von Bergen. So wahrscheinlich auch in diesem Fall. Und jetzt wird dieser Schrein auch deutlich angezeigt. Naja, nee, weißt was? Eine Route ist mir jetzt zu blöd. Ich weiß, dass es einen Krog irgendwo von da unten wahrgenommen habe. Also Nintendo verarschmissen ist. Du bist irgendwo. Ah ja. Seht euch das an. Hier sind wir ja schon. So, schaffen wir das? Jawohl, sehr nice. Ja, das war jetzt relativ einfach. Ich wusste halt, der im Schneegebiet war nicht ganz so easy, aber. Wie auch immer. So, jetzt wird der Schrein hier deutlich angezeigt. Aber wo befindet er sich? Das ist jetzt die blöde Frage. So, okay. Ach nee, da sind wir gerade hergekommen. Ich bin ja blöd. So, Schrein. Erblicke dich. Wo auch immer du bist. Wildes noch bekommen. Okay. Alles klar. Irgendwo hier. Na? Okay. Alles klar. Irgendwo in dieser Richtung wird er sein. Wie gesagt, wenn wir den jetzt finden, dann machen wir den beim nächsten Mal. Ne, wisst ihr was? Wir machen diesen Schrein beim nächsten Mal, denn ich habe jetzt, wie gesagt, noch was anderes vor. Und das müssten wir in 10 Minuten, denke ich, noch so einigermaßen hinkriegen. Gehe ich zumindest mal von aus und deswegen, ja. Schreine muss man halt auch immer suchen, das mache ich halt auch gerne mal offscreen, weil, ne, wie gesagt, ja, ein Wildpferd könnten wir vielleicht auch einfangen noch. Ja, ihr wisst ja selbst, ihr habt nicht viel davon, wenn es ein bisschen nur Schlappsuche. Ihr wollt ja auch was erleben, was sehen. Und von daher ist es eine gute Idee, wenn wir auch wirklich die wichtigen Sachen tun. So, auf jeden Fall haben wir es hier mit einem großen Hügel zu tun. So, da vorne haben wir.
Hier irgendwo haben wir wieder diese große Schlucht, wie immer. Da soll es scheinbar auch eine Schreinquest irgendwie geben. Da müssen wir aber auch nochmal genauer gucken. Ah ja. Seht ihr das da unten? Genau das ist diese Quest, die es meine. Dass wir hier einen Schrein wieder hinbekommen können. Auf einem Donnerplateau, in dem wir die Kugeln zu ihrem Standort hinbringen. Aber ganz wichtig, jegliche Waffen, die jegliche Waffen, die halt irgendwie aus Metall bestehen, dürfen selbstverständlich nicht bei Gewitter benutzt werden. Wer im Land des Donners weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wenn vier Geister an ihre Plätze reisen, den Weg zur Prüfung sie dir weisen. Ja. Genau, worum es geht. Im Prinzip geht es einfach darum, dass man natürlich vom Blitz getroffen wird, oder ihr wisst ja, Metall ist immer ein guter Blitzableiter und demzufolge hätte man ein ordentliches Problem, wenn man. Wow! Ja, klar, ein verrostetes Schwert, habt ihr ja selbst gesehen, ist ein guter Blitzleiter und wenn man selbst getroffen wird, hat man ein ordentliches Problem. Gut, hier können wir auch schon ganz klar sehen, dass wir einen Vorteil durch Revalis Sturm haben, weil jetzt können wir uns ganz einfach diese Kugel hier holen. Nur dazu muss halt dieser Sturm halt mal weg. So, okay. Perfekt. Na, nimm sie und werf sie. Schön. Alles klar. Gut. Und dann kommt sie da rein. Und ohne Revalis Sturm kann ich euch sagen, ist das Ganze eine Katastrophe. So, und wie wir diese Kugel jetzt rüber transportieren sollen. Habe ich keinen richtigen Plan. Aber wie gesagt, dreimal Revalis Sturm, es lädt sich schnell auf. Von daher macht es Sinn, dass wir es auch entsprechend einsetzen. So, okay. So, wie können wir jetzt die Kugel darauf transportiert bekommen? Das ist jetzt so die spannende Frage. Ich wirf sie jetzt erstmal runter. Wir werden schon irgendwie eine Lösung finden. Auch wenn sie vielleicht nicht gerade einfach ist. Funktionieren wird sie irgendwie schon. Denn hier hinten sieht es so aus, als hätten wir eine Möglichkeit, sie hoch zu transportieren, wenn es irgendwie geht, wenn es möglich ist. Ich hoffe. Ja, seht ihr, ne? Genau hier können wir sehen, dass wir so eine, ja, sowas wie eine Art, ja, dass wir sie hier, na, bleib an deinem Platz, vielen Dank. Dass wir sie hier irgendwie nach oben bekommen. Und dazu würde ich mal fast sagen, nutzen wir einfach mal das Stasis-Modul Plus. Ja, du musst auch schon treffen, Link. Hä? Junge. Triff doch mal. Mann. Was ist denn das? Ey, kann man wirklich keinen Bogen nutzen? Doch, die Bögen kann man schon nutzen. Okay. Nur lieber könnte man da
eine Vesta-Lanze für nutzen. Ich glaube, die ist ein bisschen besser. Na, komm doch her. Ja, perfekt. Sehr schön. Na, klappt das auch? Ja, leider nicht. Okay. Irgendwie werden wir sie da schon hochkriegen. Da bin ich mir sicher. Nur, wir müssen halt herausfinden, wie. Vielleicht können wir sie hier ablegen und es dann nochmal probieren. So, guck mal. Aber jetzt ist sie auch einigermaßen ruhig. So. Na, komm her. Yo. Alter, habt ihr das gesehen? Das hat gesessen. Sehr schön. So. 3 von 4 können an ihren Platz. So, wo haben wir Gelb? Haben wir hier. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch die rote Kugel finden. Und die ist ganz da vorne. Aber das Verfahren ist genau das gleiche. Wir transportieren sie zu dieser kaputten Stelle. Und dann... Wobei, eine Idee bleibt mir, bevor wir, sage ich mal, zu dieser kaputten Stelle gehen. Vielleicht kann man ja auch... Vielleicht könnte man ja auch die Kugel von diesem Punkt hier... Nee, wisst ihr was? Da fällt mir gerade ein, wenn wir schon direkt hier sind, dann würde es, glaube ich... Nee, jetzt habe ich es mir komplett vertan, oder? Nee, ach, wisst ihr was? Das hat mich ein bisschen verplant. Wir machen es wieder, wie bei der gelben Kugel auch. Wir werden sie auf diese Art und Weise einfach nach oben transportieren und... Ja. Damit ist gut. So, ein bisschen Weg zu marschieren, aber das ist ja, wie gesagt, kein Problem. Denn, ja... Alter, das hört sich so witzig an, wie Link da so in der Nässe watschelt. Ja, ja, ja. Na gut, okay. Ja, war vielleicht gerade so ein bisschen... Ja, bin so ein bisschen halt müde, aber Leute, geht schon. So, wichtig ist einfach nur, dass die Kugel an genau dieser Stelle hier stehen bleibt. So, jetzt kriegst du deine ordentliche Portion ab. Sehr schön. Cool. Naja, dafür haben wir jetzt unsere Lanze in Eimer gesteckt, aber immerhin für einen guten Zweck. Und immerhin werden wir ja auch schnell eine neue Waffe finden. Also denke ich, dass es jetzt mal nicht so das Problem sein wird. Und ja, es ist halt wirklich wichtig, dass man hier Rivalis Sturm hat, weil ohne ist das wirklich sehr schwer, das zu bewältigen. Zumal man ja aufgrund der Nässe diese Säulen nicht hochklettern kann. Ja. Hä? Ja, was ist denn jetzt? Ach nee, du bist ja noch gar nicht richtig drin, okay. Na komm. Geh rein mit dir. Ja, sehr schön. Ja, guckt euch das an, wie geil. Und das Schwert, was da einfach mal so grün leuchtet. Ja, das ist ja ein Ding. Ja, aber ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss für diesen Part. Wir haben diesen Schrein noch hinter uns, haben diese Schreinquest somit geschafft. So, Prüfung im Sturm geschafft. Sehr schön. Ja, dann werden wir uns das Zeichen der Bewährung noch holen. Ich gehe mal davon aus, dass das kein Rätselschrein sein wird, einfach weil wir ja bereits durch die Prüfung an sich das Rätsel schon
gelöst haben. Oh, wow. Nee, da habe ich mich wohl so ein bisschen vertan. Naja, egal. Dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle eine halbe Stunde erreicht haben. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ja. Ansonsten sage ich an der Stelle, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und ciao.